Gerade wollte der Ofen nicht so, wie ich wollte. Hat furchtbar rausgequalmt beim Anfeuern. Hä? Ah, so. So, ja, passiert. Passiert in der besten Stube, muss man so sagen. Aber jetzt brennt er. Aber jetzt muss er erstmal auslüften, damit es hier drin warm wird. Mhm. So, jetzt fangen wir aber an. Hallo meine Lieben, neuer Tag, neues Video, neues Glück. Sozusagen, ich bin heute allein hier im Gärtchen. Und was ist angesagt? Ich nenne es einmal Innenausbau. Weil ich habe mir meine guten alten Regalbretter mitgenommen. Die sollen in das Eck eventuell reinkommen, das weiß ich noch nicht. Muss ich da, wenn dann, auch erst noch ein bisschen zusägen. Muss ich noch ausbaldofern. Was ich aber machen möchte, ich habe hier noch dieses kleine, schmale Schränkle. Hier. Und das möchte ich heute in dieses Eck hier reinhängen. Ja. Und dann da drüben mal schauen, dass ich mal den Saustall ein bisschen wegkriege. Weil wenn wir dann hier reinkommen, dann können wir unsere Taschen und unser Zeug da drüben abstellen. Und nicht mehr hier auf der Arbeitsfläche. Ja. Das ist heute mein Plan. Und da lege ich jetzt los. Und wie nennen wir jetzt das Video? Innenausbau? Weiter geht's mit Innenausbau. Irgendwie sowas. Ja, also Leute, bleibt dran, seid dabei, wenn es hier herin weitergeht. So einfach machen wir das. Da drüben könnt ihr auch Regalbrett hinmachen. Nachher. Meine erste Amtshandlung hier nach dem Ofen anfeuern, war die Pfanne von gestern ordentlich zu verstauen. Die hängt jetzt hier an der Wand dran. Ja, aufgeräumt ist sie, weg ist sie, nimmt keinen Platz weg und man kann sie jederzeit wegnehmen und wieder hinhängen. Ja, und jetzt krame ich mich da hinten durch den Haufen durch und grab erstmal das Schränklein aus. Ja. Ich weiß nicht ganz genau, wie gut das Zeug hält hier dran. Ich habe jetzt hier von unten mal zwei Winkel hin, von oben kommen auch noch Winkel dran. Und zusätzlich schraube ich dann hier noch Schrauben auch noch ins Holz rein, wo es noch mit zusätzlich hingehängt wird. Das probiere ich jetzt auf alle Fälle mal. Ja, und dann werden wir das Schränkchen schon dahin kriegen. Das Fenster habe ich jetzt gerade vorher den falschen Fehler gemacht, da ich es aufgemacht hatte. Das sinkt so ab und ist ganz schlecht wieder zuzumachen. Also das bleibt maximal bei Kippfunktion. Ja, genau. So schaut's aus. Ich probiere jetzt die Schränke da irgendwie noch fertig hinzuzentrieren. Oh Mann. Also oben und unten mit den Winkeln und ja, solange die Bretter da halten, hält auch die Schränkle an der Wand. Katastrophe, das Ding hier selber alleine hinzuschrauben. Ich habe hier einfach eine Schraube zum Fixieren hingemacht, weil ansonsten hätte ich keine Möglichkeit gehabt, die anderen Schrauben reinzudrehen, aber die mache ich jetzt wieder raus. Also, und dann muss ich gucken, da ist der Regalboden und hier fehlen mir schon irgendwie die Penöbel. Muss ich mal gucken, ob ich noch welche habe. Ja, ein Türchen rein und dann ist das Ding ja auch dran. Und wie gesagt, Fenster halt bloß noch zum Kippen, aber aufmachen würde ich das sowieso nicht mehr wollen. Ja, und hurra, der Perkulator hat auch einen Platz gefunden. Haben wir jetzt hier zusätzlichen Stauraum. Juhu! Ja, ansonsten sieht es hier ja relativ schlecht aus, Schränkle hinzumachen. Aber da hinten kann ich noch
ja, vielleicht ein bisschen mit den Regalen spielen. Weiß ich aber jetzt echt noch nicht, ob ich die jetzt heute mache oder ob ich da eher warte, bis Manu da ist, dass wir uns da ein bisschen absprechen können. Grübel, grübel und studiere. Nach dem Schränkchen habe ich jetzt hier noch meine Regalbrettchen. Ja, auch noch festgespackst. Und das Ganze sieht jetzt so aus. Also unten habe ich jetzt ein bisschen ein kleineres. Dann das ganz große, was ich noch hatte. Tja. Und so sind die Regalbrettchen auch wieder verwertet worden. Tja, was soll ich dazu sagen? Gut, dass ich die so lange aufgehoben habe. Wobei ich ja eigentlich noch zwei Stück daheim habe. Aber die sind vielleicht noch für was anderes gedacht. Aber weiterer Stauraum. Tja, irgendwie muss ich jetzt da noch versuchen, ein bisschen Ordnung reinzubringen. Und ja, dann mache ich auch schon wieder Feierabend für heute. So langsam reicht's was nämlich. So, meine Lieben, mit dem Regalen Recycling, ja. Deswegen haben die auch so viele Dinger da dran stützen. Aber mein Gott, das ist es so, ist jetzt so, ist halt so und bleibt so. Dafür hat es mich nichts mehr gekostet, weil es einfach sozusagen Recycling war. Der Schränkle da drüben ist dran. Also ich bin für heute eigentlich zufrieden hier draußen. Die andere Seite hier habe ich jetzt nichts mehr aufgeräumt. Da gucke ich eventuell, dass ich morgen mit meinem Engelchen hier rauskomme. Dass wir noch ein klein bisschen weiter aufräumen. So ein Stündle oder zwei ohne Video definitiv. Und ja, da können wir uns dann auch absprechen, wo wir das Zeug alles einlagern, hintun und naja. Jetzt aber noch was in absolut privater oder eigener Sache für den Garten hier. Ja, ich traue es mir eigentlich gar nicht zu sagen. Aber ich bin immer wieder gefragt worden, wie kann man dir helfen, wie kann man dich unterstützen, etc. pp. Ich habe immer gesagt zu denjenigen Personen allen, alles gut, alles gut, alles gut. Und ja, ich habe ja meine ganze oder einiges aus meiner Amazon-Wunschliste, was hier jetzt als nächstes ansteht, auch da oben noch diese Lampen, habe ich alles in die geteilte Wunschliste bei Amazon rein. Und auch noch ein paar andere Sachen, Kabelsalat etc. pp. Wenn wirklich jemand das Bedürfnis hat, uns zu helfen, uns zu unterstützen hier, der darf gerne mal auf die Amazon-Wunschliste gehen und sich da umgucken. Ja, es ist leider alles nicht so ganz günstig, muss ich gleich dazu sagen. Also ich mache mir keine Hoffnungen, aber ja. Freuen wird es mich. Ja, vielleicht ein, zwei Kleinigkeiten. Oh, ich muss ja mal gucken, ob ich noch mehr Kleinigkeiten finde, wo uns hier draußen weiterhelfen. Auf alle Fälle wäre das eine tolle Unterstützung. Ja. In dem Falle bin ich aber jetzt definitiv hier heraus fertig. Ich hoffe, dass dieses kleine Bastelaufbau, Innenausbau-Video gefallen hat. Und wie gesagt, Stück für Stück geht's hier weiter. Ja, nur nicht hurdeln, Hurdler, nichts überstürzen. Wir werden irgendwann einmal fertig werden. Nächstes Jahr, hoffe ich. Hasta la vista. Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Wenn's gefallen hat, kleines Däumchen nach oben, Abo, Kommentare. Alles immer gerne gesehen. Und ja, weg bin ich.